Okay, also damit kann ich ausweichen. Das muss ich mir merken. Oder ist was? Oh, gute Hündchen, brave Hündchen. Ich hoffe, dass ihr erst im zweiten Anlauf kommt. Oh, shit. Quicktime oder werde ich angegriffen? Das war so klar. Guten Tag. Ich habe ein Dauerparkticket. Was ist mit dem da? Oh. Nein, du sollst zielen. Scheiße. Nein, warum schießt sie nicht? Geh weg, geh weg. Zielen und schießen ist komplett auf anderen Tasten. Das ist ja kacke. Also links unten muss ich zielen. Das ist jetzt echt nervig. Normalerweise zielt man ja rechts oben. Gucken, ob ich das einstellen kann. Aber wieso hat die jetzt nicht geschossen? Womit muss ich dann schießen? So eine Scheiße. Ja klar! Ich komm mit! Wenn du ein Plätzchen frei hast. Ach, mit rechts unten muss ich schießen. Okay, gut. Normalerweise müsste ich doch irgendwie nach... Nee, wie sprinte ich denn jetzt? Ach, damit... Okay. Oh, scheiße. Ja, das habe ich... Das habe ich vergessen. Ich dachte, der Film ist jetzt... Das Spiel ist jetzt aus und wir können weg. Oh, sag mir bitte nicht, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Mach ihn fertig, Jill. Los! Ich hau hier wie blöd auf die A-Taste. Jetzt bin ich dran, Arsch. Was denn? Was denn? Scheiße, ich weiß nicht welche. Was ist ein RT? Unten, glaube ich. Ich halte einfach mal beide. Oh, fuck. Ja, Jill, das passiert, wenn man sich nicht anschnallt, ne? Lauf. Du hast meine Tentakel angezündet. Hey, langsam, ich helf dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring wir dich in Sicherheit. Ich bin der neue, gut aussehende Carlos. Und wieder eine Errungenschaft. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, verstehe schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Ich will aber trotzdem wissen, wie ich nachlade. Ah, mit der linken. Okay. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Okay, mit unten ziehen. Schieß. Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen.
Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich! Oh, 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 oh. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich! Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm. Ah, jetzt kann ich wieder. Hier geht's lang. Also wenn es schon klappert, macht mir das schon Sorgen. Ah ne, ich wollte eigentlich laufen. Kann ich hier draußen irgendwas einsammeln so lange? Hier ist noch nicht mal Munition, Leute. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Oh. Ist das... Nee, oder? Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr. Ja. Ich bin UBCS Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Hm. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihre. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Das ist also Mika. Ich hätte ihn fast gar nicht erkannt. Aber er sieht richtig gut aus. Also, von der Grafik her. Ich soll... Achso, wir haben auch eine Map, ne? Kostüme wurden hinzugefügt. Ja, das ist ja toll. Ich wollte aber eigentlich die Map sehen. Moment. Akten, Karte. Ah, der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Okay. Kann ich auch zoomen, das ist sehr schön, dann sieht man nämlich mehr. Ja gut, hier unten komme ich natürlich nicht weiter. Ich soll an die Oberfläche gehen. Die Frage ist jetzt nur, wo soll ich da hingehen? Aber damit kann ich jetzt auf jeden Fall... Ach, jetzt habe ich... Moment, jetzt habe ich 11 drin? Oh, das sind aber alle. Oh, dann müsste ich gut aufpassen, was ich gleich mache. Okay. Jetzt, wo die so hochauflösend sind, muss ich ganz ehrlich sagen, macht es sogar Spaß, sich mal die Bilder hier anzugucken. Tyrant of the Deep. Mich würde es echt nicht wundern, wenn das die Originale sind, die im Original halt eben auch hingen. Aber halt nicht so... Ja, sichtbar waren. Lobster könnte vielleicht sogar sein. Schade, dass wir keine Minimap haben. Das finde ich persönlich immer am besten. Da kommen wir aktuell zumindest auch noch nicht rum. Hallo? Komme ich jetzt hier gar nicht mehr rum? Moment. Verschlossene Tür? Ich denke, ich soll an die Oberfläche.
Hä? Da hinten kam ich aber doch nicht hoch, oder? Oder muss ich da hier irgendwie rübergehen? Nee, kann ich auch nicht. Da auch nicht? Leute, wo soll ich denn jetzt rum? Ach, hier. Oh, okay. Moment, was haben wir hier? Munitionshandbuch. Ja, das sagt mir doch noch was. OBCS, Handbuch zur Munitionsherstellung. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni so nützlich wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination ins Hirn. Zweimal Schießpulver ergibt Pistolenmunition, Schießpulver und hochwertiges Schießpulver ergibt Flintenmunition und zweimal hochwertiges Schießpulver ergibt MAG-Munition. Das ist, glaube ich, die Waffe, die wir jetzt noch als Zweitwaffe sozusagen drin haben. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selber zum Nachtisch werdet. Ja, das wäre ziemlich ungünstig, das stimmt schon. Sturmgewehrmunition. Ah, cool. Sehr schön. Sonst ist hier nichts. Was haben wir hier? Doch. Was habe ich jetzt eingesammelt? Nur die Munition, okay. Aber es ist leider nichts zum Heilen da. Drin war jetzt auch nichts mehr, ne? Da hinten. Nee, sieht nicht so aus. Okay, ja, Hauptsache Munition, aber nichts zum Heilen. Das ist der gleiche Raum hier. Ja, die haben sich da alle verbarrikadiert, die feigen Schweine. Okay. Ich habe aber nur 11 Schuss jetzt hier drin. Da kann ich auch nichts holen. Ich will das eigentlich nicht so lange machen, weil wir jetzt schon über eine halbe Stunde sind mit der ersten Folge. Das Problem ist nur, ich habe ja auch nichts zum Speichern, sonst hätte ich jetzt mal gespeichert und damit dann diese Folge beendet. Ja, ich würde sagen, das mache ich am besten, oder? Also ohne Speichern. Titelseite einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, eine ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lems Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelten, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert. Harte Frage gestellt, ah ja, und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Kann ich nicht. Ich kann nicht mehr umblättern. Okay, also je nachdem, wie lange diese Folge geht, kann es sein, dass ich die jetzt in zwei Folgen unterteile. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Fast. Nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Also ich bin jetzt absichtlich nicht weiter hochgegangen, weil ich nämlich nicht zielen kann, wenn ich mit jemandem rede. Und jetzt gedacht habe, hier oben kommt vielleicht ein Zombie oder... Heilkräuter! Ah! Was sehen meine Augen da hinten? Das ist doch schön... Ja, das nehmen wir direkt mit. Jetzt gucken wir mal eben, ob wir das Heilkraut... Ach, das können wir gar nicht auf die Schnellleiste legen. Hm, okay. Ich habe jetzt gehofft, dass man das auf die Schnellleiste legen könnte. Schießpulver, sehr schön. Nochmal Schießpulver, okay. Ja, dafür wäre es jetzt natürlich besser... Ja, ich weiß, dass ich kombinieren kann. Das ist ja wie im anderen Teil auch. Das Problem ist, ich würde das gerne auf den Schnellzugriff legen.
Ach, jetzt geht's. Okay. Weil man ja... Haha, genau das wollte ich nämlich. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, dann können wir direkt schon mal ein rotes mit einem grünes Kraut kombinieren. Meine Lieblingskombi. Guck mal, hier nochmal eben. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee, das ist ein Koffer. Irgendwie. Das sind meine Pistolen. Ja. Kann man den nicht öffnen? Warum kann man den nicht öffnen? Ich will aber auch nicht drauf schießen. Brauchte man da irgendwas für? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mich da so vage dran erinnern. Ach, hier ist auch noch was. So, Kräuterfeldhandbuch. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Ja, was ist denn mit großen Mädchen? Dürfen wir das nicht? So, zweimal grünes Kraut ist eine starke Mixtur, das ist klar. Grünes Kraut und rotes. Oder dreimal grünes Kraut ist eine ultra starke Mixtur. Ach so, dreimal kann man kombinieren. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Ja, bin ich auch für. Dementsprechend, ich hoffe... Oh Mann, meine Stimme. Ich hoffe, dass jetzt nichts ausgelöst wird, wollte ich eigentlich gerade sagen. Was ist das denn hier? Ach, das sagt mir was, ja. Okay, aber ich finde es ein bisschen blöd, dass hier kein Hinweis drin ist. Aber hier müssen wir auf jeden Fall... was einsetzen. Sieht so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das Richtige, was auch immer, einlege. Ich weiß nur gerade nicht, was man da einlegen muss. Aber so ein ähnliches Ding stand, meine ich, in der Polizeistation. Das könnte vielleicht ein Fahrstuhl werden oder so. Eine Truhe! Perfekt. Dann nehmen wir... Mache ich mir daraus Munition oder... Ist immer so ein bisschen blöd, ne? Nee, das will ich eigentlich nicht verstauen. Das wollte ich eigentlich... Ja, das war jetzt doof. Also ich würde sagen, ich nehme ein Kraut mit und ich verstaue erstmal die gemischten Kräuter. Die Waffe muss ich mitnehmen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal auch die das Sturmgewehr mitnehmen. So, was ist jetzt hier mit? Kann ich da einfach so speichern? Ach, ich kann einfach so speichern. Perfekt. Dann ist das wohl bei Assistiert so, dass man dann immer speichern kann und später... eventuell weniger. Ich weiß es nicht. Es gibt ja da auch Beschränkungen, je nachdem, wie die Stufe gerade ist. Kann ich mich selbst angucken? Ich kann mich selbst angucken. Perfekt. Ja, ich würde sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen lange gedauert hat mit dieser Folge, ich wollte mich so schön hinstellen, so zum Abschied, aber es funktioniert nicht. So, auch wenn meine Stimme gerade versucht, ganz zu flüchten, ich möchte euch nur kurz sagen, dass die Folge jetzt hiermit zu Ende ist. Die ist sehr lange gegangen, also muss ich mal schauen, ob ich die eventuell in zwei Folgen unterteile, damit das nicht ganz so lange wird pro Folge. Ist natürlich immer so ein bisschen die Sache. Ich meine, gerade bei Resident Evil, ja, möchte man dann nicht mitten im Geschehen, also mitten in der Action abbrechen. Und eigentlich wäre es jetzt hier ein guter Cut, um zu sagen, das ist jetzt die erste Folge. Aber ich habe jetzt schon über 40 Minuten gebraucht. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich das jetzt hier zusammenschneide. Unterm Strich ist das Spiel bisher richtig gut gestartet. Ich befürchte allerdings, dass jetzt gleich die ganzen Massen an Zombies kommen werden, wenn ich rausgehe. Weil das ja eher so eine Einführung ist, so die ersten Schritte, sage ich mal, mit dem Spielen. Und im Originalspiel, ja, da gab es halt wirklich massenhaft Zombies im dritten Teil stellenweise. Und da habe ich schon so ein bisschen Schiss vor, ob die Munition reicht. Aber ich spiele es ja jetzt erstmal in leicht durch. Also mal gucken, ob das hier, wie beim zweiten Teil, dann doch teilweise ein bisschen knapper mit der Munition ist in leicht. Oder ob es denn besser ist. Ich sehe übrigens gerade die Animation meiner Arme. Ich hänge mit den Armen in meinem Körper drin, auch in meiner Brust drin. Das sieht irgendwie ziemlich seltsam aus. Ja, noch einen letzten Satz quasi zum Abschied. Ich werde gucken, dass ich hier ein komplettes Let's Play von mache. Ich weiß aber nicht so genau, wie ich das vom Zeitlichen her schaffe, weil man ja doch ein paar Stunden dann an dem Spiel dran sitzt, gerade wenn man es zum ersten Mal spielt und auch alles mal so ein bisschen angucken will und so.
Es werden aber regelmäßig Folgen dazu kommen hier im Channel. Darauf könnt ihr euch definitiv verlassen. Und ja, ich hoffe auch, dass es relativ schnell geht, weil Resident Evil ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele-Serien. Tolles Deutsch. Und ich will auf jeden Fall wissen, wie die das Spiel gemacht haben, weil die werden ja auch einige Elemente, denke ich mal, zusätzlich noch eingebaut haben. Und ganz ehrlich, Nemesis ging mir jetzt schon auf den Sack, auch wenn er mir noch nicht wirklich viel tun konnte. Ja, also alles in allem, ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Ciao.